Ja, herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde unter der Fragestellung: Glaubst du an Kunst? Wir sind jetzt hier zusammengekommen im virtuellen Raum mit Sushan Kinoshita und Eran Scherf. Eran Scherf hat zusammen mit Eva Meyer den Film Dieses Spiel geht nur zu sechst gemacht, in dem Sushan auch partizipiert hat. Und außerdem ist bei uns David Kirchner, der selbsternannte Popmogul aus Mannheim. Ja, dann herzlich willkommen in die Runde und wir sind hier zusammengekommen unter der Überschrift Glaubst du an Kunst? Das ist ja schon direkt eine ziemlich große Frage, die auch sicherlich viele weitere Fragen aufwirft, viele Konnotationen zulässt und vielleicht direkt anschließend daran in die Runde gefragt, wie ihr diese Frage überhaupt versteht, was ihr unter der Frage euch vorstellt. Glaubt ihr an einen bestimmten Wert der Kunst oder an eine Kraft von Kunst? Was bedeutet die Frage überhaupt für euch, unter der wir hier zusammengekommen sind? Wer möchte starten? David, möchtest du direkt mal einsteigen? Was verstehst du Ja, unter der kann gerne. Frage? Ja, das ist natürlich eine enorm offene Frage erstmal, die mit enorm offenen Begriffen oder enorm offene Begriffe zueinander in Bezug setzt. In meinem Fall muss ich sagen, spielen da immer noch weitere auch sehr offene Begriffe mit oder schwingen damit. Das ist, ich weiß nicht, inwiefern ihr euch mal was jetzt möglich war, sich anzuschauen, überhaupt angeguckt habt. Ich bin ja, sagen wir mal, von Haus aus erstmal Popmusiker. Das heißt, da schwingt für mich immer schon die Verhandlung von Pop als Kunst mit in dieser Frage. Und dann auf der anderen Seite auch, sagen wir mal, dieser Bezugsrahmen Kapitalismus, in dem ich mich eben oder an dem ich mich da stark abarbeite, eben dieses Verhältnis zwischen Popmusik und Kapitalismus und in dem Fall dann eben auch zwischen Kunst und Kapitalismus. Das heißt, ich habe irgendwie vier große Bezugsrahmen, die auf die diese Frage eine Perspektive fordert, sozusagen, ich sage jetzt mal was Religiöses, ein Glaubenssystem oder so, Kunst als ein schwieriger Begriff und Kapitalismus und Pop. Und ich würde jetzt erstmal sagen, das Erste, wozu mich diese Frage eben provoziert, ist eine Eingrenzung dieser Begriffe und eine ja eine scharfe Grenzziehung tatsächlich. Was bedeutet Glauben? Wie ist Glauben nutzbar für Pop als Kunst? Und ich denke, dass, sagen wir mal, dieser religiöse Aspekt, der da irgendwo drin steckt, für mich eine Brücke einfach erstmal über die Worte tatsächlich, über die Sprache zwischen Kapitalismus und Kunst bietet, also dass ich sage, sowas wie Kredit als Glaubensform, Schuld und so weiter, also Begriffe, die dort Brücken schlagen, ist für mich der Glaube erstmal eine nützliche Form, ein nützliches System, das ich benutzen kann, um diese Dinge zueinander in Relation zu setzen. Das war jetzt ziemlich kompliziert wahrscheinlich, ne? Dem zu Ein guter folgen. Einstieg auf Ja, jeden Fall. ja, also das sind so die Gedanken, die ich da habe. Und ich habe darauf auch keine Antwort. Also ich würde letzten Endes sagen, das, was ich tue, ist für mich eine große Frage, die ich selber stelle, auf die ich keine Antwort bisher gefunden habe, sondern das ist eben eine Prozesshaftigkeit. Deswegen fällt es mir schwer, mit einer Antwort einzusteigen. Also ich hoffe jetzt einfach, dass wir eine Diskussion führen, wo ich selber Erkenntnisse für mich gewinnen kann. Also du bist auch weiter noch auf der Suche quasi Absolut, total. Für mich ist das alles ein großes Experiment und das eine eben als das andere zu inszenieren, sozusagen, ja. Und was ich schon sagen kann, ist, dass in meinem Schaffen, das ich da bisher hinter mich gebracht habe, sagen wir mal, Glauben, ich gemerkt habe, dass der Glaube an Kunst mich transformiert, mich als Person, mich als Subjekt sozusagen, dass ich von einem Liedermacher, jemand, der einfach einem Jungen, der mit einer Gitarre da sitzt und ein Lied singen will, über diesen Wunsch, Künstler zu sein, zu jemand anderem geworden bin. Und das ist sozusagen, da steckt für mich etwas drin, wo der Glauben einen Nutzen hat, bezogen auf die Kunst. Also eine Selbsttransformation. Sutschan, wie ist das bei dir? Kriegst du den Glauben zwischen Kunst, Theorie und Praxis irgendwo unter? Ist das ein Begriff, mit dem du was anfangen kannst, oder ist das völlig außerhalb der Box? Meine, ist es gar nicht so die Frage, ob ich was damit anfangen kann, sondern ihr konfrontiert mich mit diesem Begriff.
Ich glaube nicht an Kunst. Also ich habe mein ganzes Leben lang mich gegen diesen Glauben gewehrt, einen Glauben zu haben. Also weil ich in gewisser Weise sich immer wieder einschleicht und eigentlich einen Raum nimmt dort, wo der Unglaube irgendwie wichtig ist für das Erweitern von meiner Wahrnehmung, meiner Perspektive. Und ich würde eher so sagen für mich, dass ich das Unglaubliche oder der Unglaube für mich ein sehr wichtiges Element ist. Also der Glaube ist mir sehr suspekt. Sehr. Und wenn du das so einschleichen lässt, Ja. das ist doch eine Annahme, eine Akzeptanz, eine ist Das schleicht da. sich ein. Das ist auch sehr, Aber um sehr. es einschleichen zu lassen, muss doch eine Haltung da sein. Ja, ich glaube, das hat etwas mit Gewöhnung und mit einer Sehnsucht zu tun, so einer Art Orientierung. Aber ich denke, dass ich bin immer wieder froh, wenn ich davon abweiche, also wenn ich von meinem Glauben abkomme. Genau. Jetzt hängen geblieben. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Iran, kannst du daran anschließen? Bist du auf der Seite der Gläubigen oder Ungläubigen? Ist das ein Begriff, mit dem Ich bin du... wahrscheinlich auf keiner Seite. Ich musste bei der Frage, irgendwie hat es mich erstmal erinnert an solche Vorstellungen von Radio-Feature-Macher aus den 70er Jahren, wo man irgendwie mit so einem Mikrofon in die Einkaufsstraße geht und die Leute fragt, glaubst du an Kunst, glaubst du an dies? Und dann hat es bei mir erstmal diese zwei Richtungen von Kunstverständnis, also von Kunstverständnis von Künstlerinnen vielleicht gebracht, wie es früher oder nicht so allzu früh war. Also einerseits so Berufung, Glauben, ich bin dazu berufen worden, Künstler zu werden mit all den Pathos und so weiter. Und andererseits der Beruf, den man einfach so ausübt, sich ausgewählt hat und ausübt. Und ich glaube, aus diesen zwei Richtungen gilt es sozusagen rauszukommen. Und ja, und diese Frage, die bringt auf jeden Fall für mich so was Religiöses und Säkuläres zusammen und stellt für mich sehr stark die Frage, wer fragt das und wer wird gefragt? Also als Künstler würden wir jetzt gefragt, wobei ich denke, das ist fast eine Frage für nicht nur für Künstler, sondern auch für Leute, die Kunst anschauen. Das heißt, es wäre für mich eine interessante Frage, wenn man Kunst als diesen Prozess sehen würde, an dem Künstlerinnen und Zuschauerinnen beteiligt sind. Also eine Art Kollaboration eingehen. Und hast du irgendeine Antwort gefunden auf diese Frage oder bist du auch eher auf der Suche? Das ist eine Frage, die dich beschäftigt. Ich finde die Frage so groß und so allgemein, dass es schwierig ist, das runterzubrechen. Man kann es natürlich runterbrechen, man muss es, das mussten wir wahrscheinlich hier, also sei es wie die Beiträge hier schon waren, also ob, oder anders, also für mich ist es sehr wichtig, irgendwie das runterzubrechen in den kulturellen Unterschied von Künstlerinnen und Zuschauerinnen. Also das Kunst irgendwas ist, was vielleicht dieses religiöse und säkulare fast vermittelt.
Also im Sinne von etwas unsichtbar sichtbar zu machen oder etwas, was nicht beabsichtigt war, plötzlich zugelassen wird. Also dieser Prozess ist für mich dabei sehr wichtig und eben, dass da Lektüren von verschiedenen Kulturen aufeinanderkommen, von verschiedenen kulturellen Hintergründen. Das heißt, Kunst öffnet einen Dialog und hat so ein transzendierendes Moment auch, dass da was angestoßen wird, dass da sich Sachen verbinden und vielleicht auch ausschließen. Und das ist ja auch in eurem Film ganz stark zu spüren, dieser Moment der Gemeinschaft und des Ausschließens. Und da ist Kunst dann die Brücke. Oder wie könnte man das benennen? Ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Vorstellung, beinahe romantisch. Also wenn du den Film erwähnt hast, da würde ich anschließen an das, was Suchan gesagt hat. Also dieses etwas schleicht sich ein und man lässt es sich einschleichen. Das heißt, man hat nicht eine Ideologie oder eine Haltung, von der aus man jetzt sich was vornimmt und das macht und das für erfolgreich oder nicht wertet, sondern man lässt etwas reinkommen, was nicht vorgesehen war, würde ich das in meine Worte vielleicht sagen. Ich weiß nicht, ob Suchan das so gemeint hat, aber es gibt da einen Moment der Zufall. Und da ist eben für uns die Geschichte von Kafka, Gemeinschaft, sehr interessant gewesen für den Film, weil man weiß eigentlich nicht, was diese fünf Freunde zu einer Gemeinschaft macht. Der erste stellt sich vor dem Haus, der zweite gleitet so leicht, wie ein Quecksilberkügelchen gleitet, auch vor dem Haus. Also es ist im Grunde, man weiß nicht, was sie verbindet, außer dass sie aus demselben Haus gekommen sind. Sie wissen das auch nicht, aber sie wissen, dass sie einen Sechsten nicht wollen. Und man kann es auch vergleichen vielleicht mit, so wie Gemeinschaften heute online entstehen. Man klickt das Like oder das Engagement und schon hat man so ein Gefühl von Gemeinschaft. Aber es ist eine sehr zufällige Gemeinschaft und hat eben bestimmte, also diese fehlende Verbindlichkeit hat eben auch Konsequenzen. Suchan, möchtest du da was ergänzen und dieses Schleichende nochmal aufgreifen? Ja, das ist ein total wichtiger Aspekt, weil es kein bewusster Glaube ist, sondern einfach sehr viel mit Gewöhnung zu tun haben. Strukturen, die einfach sehr viel Einfluss haben, ohne dass man es merkt. Und dass das so beinahe schon ausartet halt in einer Glaubensgemeinschaft, obwohl sie nicht bewusst gewählt wurde. Also ich denke, dass das auch, wenn man so fragt, ne, glaubst du an Kunst, dann ist das sehr so pathetisch, so groß dahergeschrieben und wie ein Billboard. Da kann man auch nur wie ein Billboard antworten. Es ist einfach so schwierig. Und ich glaube, diese Glaubenssache, warum ich mich jetzt sozusagen auch dagegen sträube, sage ich jetzt mal, ne, gegen solche Aussagen auch und auch so, gegen solche Antworten darauf, weil es so viel Glauben gibt, der eben sich so einschleicht, der unser Zusammenleben einfach bestimmt und trotzdem nicht bewusst ist sozusagen. Und deswegen ist auch eigentlich in gewisser Weise eine Gefahr, weil irgendwie finde ich auch, dass Beschäftigung mit Kunst genau das braucht. Dass man sich irgendwie, dass man wach bleibt und die Wahrnehmung irgendwie sich nicht nur in das Gewohnte begeben will, sondern auch Lust hat auf die Unterbrechung, auf einen anderen Einfluss, den man sozusagen selbst gar nicht im Blick hat oder einem überhaupt gar nicht bewusst ist oder auffällt, sei es ja ganz andere Realitäten, Lebensrealitäten, auch Arbeitsrealitäten. Ich meine, naja, es ist unendlich. Aber ich finde, deswegen ist es immer so wichtig, denke ich, dass
der Glaube sozusagen nicht bestätigt wird, der sich eingeschlichen hat. Wenn man da jetzt einen irgendwie ganz weiten Bogen spannt und gerade mal schaut, welche Leute auf die Straße gehen und an Verschwörungstheorien oder andere Sachen glauben und da sich an ihrem Glauben irgendwie festhalten, dann ist das ja auch dann da ein gewisses Einschleichen von seltsamen Irritationen, die man auch gar nicht wirklich fassen kann. Ist das ein Aspekt, der euch irgendwie beschäftigt, dass das so ein Glaube auch in ganz andere Richtungen führen kann? Oder ist das einfach viel zu weit weg von euren Erfahrungen und Realitäten? Ist es diese Art von Glauben, die ihr an euch ranlässt? Oder ist das too far out? Mal nachfragen, meinst du also, ob ich selber was mit dieser Art von irrationalem Glauben anfangen kann? Zum Beispiel, ja. Nein, also so konkret kann ich damit Gott sei Dank, glaube ich, überhaupt gar nichts anfangen, bin dafür auch jetzt in keinster Weise anfällig. Ich sehe so ein bisschen den Punkt, dass dieses, also ich glaube, das ist einfach wirklich eine sehr schwierige These mit diesem Glaubst du an Kunst, eben weil man ja merkt, das sind einfach zwei wahnsinnig große Begriffe, die einen eigentlich zwingen, erstmal eine Eingrenzung zu machen, was man damit eigentlich meint. Also Kunst als was, das ist ja irgendwie einfach ein wahnsinnig weiter Begriff und Glauben eben auch. Ich sehe diesen Punkt, dass wir in einer Welt leben, in der Glaube, sagen wir mal, so was Postfaktisches hat, auf dem man sich einfach mal eben auf einem Glaubensebene auf Dinge einigt und sie als gegeben hinnimmt, wo ich immer wieder auf die Zwänge, in denen ich jetzt zum Beispiel arbeiten muss, letzten Endes, in denen ich mich, sagen wir mal, dass es nicht darum geht, was ist substanziell relevant im Sinne davon, dass ich das dann umsetzen kann, wenn ich eine Idee habe, irgendein Projekt zu machen oder so. Und ich muss das jemandem verkaufen, damit ich das dann eben umsetzen darf, sprich irgendeiner Kultursubventionseinrichtung, irgendeinen Antrag stellen, was auch immer das bedeutet. Und ich die Leute glauben machen muss, dass das, was ich da tue, jetzt wert ist, sozusagen umgesetzt zu werden. Von daher fühle ich mich gezwungen, ein Stück weit mit solchen irrationalen Glaubenskonzepten umzugehen. So, auf der Ebene ja, jetzt nicht auf einer Ebene von Verschwörungstheorien oder so. Damit, das ist zu weit weg von mir. Da könnte ich nichts mit anfangen oder zu sagen. David, du hast ja vorhin schon den Bezugsrahmen aufgemacht zwischen Pop und Business sozusagen, dass du dich auch in einem gewissen ökonomischen System und Zwängen auch irgendwie verorten musst. Und du hast ja quasi auch ein entsprechendes, ja, was heißt Manifest, einen Businessplan aufgemacht und dein eigenes Imperium gegründet. Und das hat mich erstmal erinnert an ein völlig gegensätzliches Begriffspaar. Ich erinnere mich irgendwie an Tokotronic, die vor knapp 25 Jahren gesagt haben, ich verabscheue euch oder verachte euch wegen eurer Kleinkunst zutiefst. Du machst hier quasi dann ein Postulat der Großkunst auf mit einem Imperium, mit einer Utopie. Inwieweit kannst du das nochmal ein bisschen auseinanderfächern mit eigenem Streamingdienst, mit eigenen Modelinien? Das ist ja nicht nur ironisch gemeint, aber auch passiert auf so einer Ebene auch. Aber was ist da der Impetus und was ist da der Antrieb dahinter, diese Ideologie, diese Utopie aufzumachen? Das ist überhaupt der Antrieb, eine Utopie überhaupt aufzumachen. Also in meinem Bereich, wie gesagt, ich glaube, dass man da auch eben schon trennen muss. Pop ist nicht per se Kunst. Deswegen, also das sind für mich erstmal zwei Bereiche. Deswegen weiß ich gar nicht, inwiefern jetzt die beiden anderen als, glaube ich, per se Künstler, die sich vielleicht auch so sehen, auf einem anderen Feld spielen, ja, und nach anderen Regeln spielen. Von daher spreche ich jetzt mal für dieses Feld Pop. Und in diesem Feld würde ich sagen, ist es sozusagen fehlt, also sagen wir mal, der Wille zur Utopie überhaupt. Das heißt, also überhaupt eine zu behaupten, ist schon wichtig, und also aus meiner Sicht wichtig. Und letzten Endes ist das bei mir erstmal ganz biografisch, das habe ich ja zu Anfang schon gesagt, also die tatsächliche Erkenntnis, die ich mir hart jetzt erarbeiten musste,
in den letzten Jahren war eben die, dass die Transformation erstmal nur auf mich selbst bezogen ist. Das ist meine Geschichte, das ist meine subjektive Geschichte, die vielleicht exemplarisch für viele andere Popmusiker sein könnte, zu sagen, ich strampel mich halt an einem Kapitalismus ab, der den Jungen mit der Gitarre, der eigentlich nur ein Lied singen will, sozusagen zwingt, ja, das reicht aber nicht, Junge, das reicht einfach nicht. Du kannst nicht einfach nur ein Lied singen, da hört dir keiner zu, das ist einfach nicht genug. Du musst ein Imperium gründen, du musst ein CEO eines Unternehmens werden. Ich habe in Mannheim an der Popakademie studiert, das ist eine Einrichtung, die Popmusik in ihrer, was auch immer das wieder bedeutet, akademisiert, und ganz viel Unterricht ist dort bei Unternehmensberatern. Und eine der wichtigsten Lehren, die ich da eigentlich gezogen habe oder was ich lernen musste, war die Definition eines Unternehmers. Und dieser Unternehmensberater, der uns diese Definition beigebracht hat, die dann in der schriftlichen Prüfung abgefragt wird, behauptet letzten Endes, dass Künstler freischaffende Start-ups sozusagen sind und mit einer Gewinnerzielungsabsicht selbstständige Arbeit ausführen, demnach Unternehmer sind. Und ja, so gesehen ist das Ganze, sagen wir mal, so eine natürlich eine Art von Überhöhung, aber irgendwo auch eigentlich eine ganz legitime, glaube ich, Behauptung. Also ich mache im Grunde jetzt auch nichts anderes als alle anderen auch. Also nur, dass ich halt anstatt, die andere Band hat halt einen Merchandising-Stand, wo sie ein T-Shirt verkauft, ich mache halt gleich ein ganzes Modelabel draus. Aber im Grunde genommen... Zerreißt es dich dabei eigentlich zwischen dem Wunsch, der Junge mit der Gitarre zu sein und auf der anderen Seite das Imperium aufzubauen? Oder ist das dann dein Weg? Ja, es sind beides. Es ist mein zerrissener Weg irgendwie. Und ich bin, es zerreißt mich auf jeden Fall. Es hat ganz viel, also ganz viele der Spielweisen, kapitalistischen Spielweisen sind darauf anwendbar. Also Selbstausbeutung ist ein Riesenthema da für mich. Ich beute mich da wahnsinnig selbst. Also ich habe für dieses Projekt, was ich da gemacht habe, ich muss es vielleicht auch nochmal sagen, ich habe mein erstes Debütalbum, das erste Album, was ich gemacht habe, als begehbares Album inszeniert in einem Museum, eben als Ausstellung sozusagen. Man konnte in die Songs reingehen, wenn man so will. Und das Ganze hat mir jetzt kein Geld gebracht, das hat mich Geld gekostet. Ich musste über 140 Personen davon überzeugen, Glauben machen, dass es eine gute Idee ist, sich aus diesen kreativwirtschaftlichen Mechanismen, nämlich zum Beispiel der Idee, ich muss für Kunst bezahlt werden, ich konnte die ja gar nicht bezahlen, sie davon befreien, ihnen zu erklären, dass es ich befreie dich davon, indem du jetzt bei mir mitmachen darfst und wir machen jetzt mal was anderes sozusagen und wir folgen nicht diesen kreativwirtschaftlichen Zwängen. Und natürlich ist das zerreißend und auslaugend und schizophren auf eine Art, eben beides zu sein, Unternehmer zu sein und ein Künstler zu sein, der Unternehmer kritisiert oder Unternehmertum kritisiert und letzten Endes eigentlich die ganze Zeit mit dem Zeigefinger auf sich selbst empört, auf sich selbst zu zeigen und zu sagen, ja, ich bin irgendwie Teil von etwas sehr Schwierigem, so sage ich mal. Gab es dazu ein Feedback von der Popakademie, von den Unternehmerkreisen auch? Ist das irgendwie, stieß das irgendwie auf Resonanz bei denen oder ist das schon zu sehr Kunst für die, dass du da so eine Utopie aufmachst? Das wäre jetzt gemein, der Popakademie gegenüber zu sagen, dass die jetzt nicht offen für Kunst wären. Das ist erstmal ein relativ offener Raum. Dieses Studium ist da in zwei Kategorien, sage ich jetzt mal, unterteilt. Es gibt halt einen Musikbusiness-Zweig und es gibt einen sozusagen künstlerischen Zweig. Und was man da macht, das ist einem jetzt völlig freigestellt. Ich würde jetzt behaupten, da sind nicht wenig Leute, die auch ein Kunstverständnis haben, gerade so bei den Dozenten sind das alles nicht der Fall. Jetzt, was das Musikbusiness angeht selbst, würde ich schon sagen, dass ich da eine große Außenseiterrolle, soweit ich da überhaupt reingekommen bin. Also ich bin ja jetzt auch nicht, aber in den Kreisen, in denen ich da verkehre, immer eigentlich eher aus eurem Film oder aus Kafkas Geschichte bin ich der Sechste sozusagen. Ja, und es ist, also ich kann mich sehr mit so einer Außenseiterrolle identifizieren und einem nicht dazugehören und nicht reinkommen und gleichzeitig aber eine große Kraft daraus zu schöpfen. Und ich glaube auch auf eine Art sozusagen dieses Pop-Spiel zu spielen, bedeutet eine Glorifizierung des Außenseiters. Also der in dieser Geschichte, der Außenseiter ist für mich letzten Endes der, an den ich am meisten glaube, dass er am Ende der große Gewinner sein kann, wenn er nach Amerika kommt und dort dann eben seinen
seine Karriere starten kann, sozusagen. Also das ist ja auch, das ist im Grunde die Pop-Erzählung davon, dass man sagt, Dumbo bei Disney, die Disneyfizierung, der Dumbo, der komische Elefant mit den riesen Ohren, der es am Ende dann schafft und das System bestätigt, dass das System sagt, ja, guck mal, wir produzieren Außenseiter, die es vom Tellerwäscher halt eben ganz nach oben schaffen, sozusagen. Das ist die Geschichte, in der ich da gefühlt künstlerisch stecke und an der ich mich künstlerisch abarbeiten muss, ob ich will oder nicht. Das ist keine Frage oder keine freie Entscheidung, sondern das ist einfach eine gegebene Realität. Suchan und Eran, David hat ja gerade auch so ein bisschen den Unterschied zwischen Pop bzw. die Negation, dass Popkunst ist, aufgemacht. Ist das auch euer Empfinden, dass es da verschiedene Wertigkeiten von Kunst gibt, dass man da bestimmte Sachen ein- oder ausschließt? Ab wann ist Kunst Kunst? Kommt mir auch so vor wie eine Diskussion aus den 80ern, ehrlich gesagt. U- und E-Musik und sowas. Genau, genau. Ja. Gibt es sowas noch? Ist das immer noch relevant? Darf ich da mal kurz einhaken, weil ich glaube, jetzt vielleicht missverstanden ist. Also ich sage das nicht. Ne? Ich sage tatsächlich nicht, dass Pop Kunst ist per se. Das würde ich nicht sagen. Und ganz kurz, um es nur zu sagen, ich glaube, genau das ist der Punkt. Es ist eine also man rennt da eigentlich weit offene Türen ein, sozusagen. Aber nur oberflächlich. Also tatsächlich spielt es eine Rolle. Die GEMA macht nach wie vor definitiv einen Unterschied zwischen E- und U-Musik. Also die strukturellen Unterschiede sind eben nach wie vor da. Also nicht anzuerkennen, dass es Gattungsgrenzen gibt, auf der einen Seite strukturell, das wäre ein Fehler. Und auf der anderen Seite aber zu sagen, es ist halt eben ziemlich kostenlos, zu sagen, naja, im Theater machen sie doch auch irgendwie Trash oder so. Das ist nicht, jetzt ist, glaube ich, jemand rausgeflogen. Genau, wir haben gerade Iran verloren. Verloren. Kommt bestimmt gleich wieder. Und um das vielleicht dann einfach nur, dass wir jetzt kein Missverständnis haben. Ich glaube, dass es eben schon stark darum geht, diese Positionen oder diese Gattungen auch klare Grenzen zu ziehen und eben nicht per se zu sagen, Pop ist Kunst, sondern weil das für mich tatsächlich so was Kolonialistisches fast schon hat, dass die Kunst jetzt wieder einen Streifzug durchs Land macht und sich Trophäen holt und sagt so, jetzt verhandeln wir mal Popmusik im Museum und dann hat die Popmusik aber bitte nach unseren Regeln zu spielen, sozusagen. Ja, und es ist jetzt vereinnahmt und es ist, sondern es bleibt Popmusik. Und sie muss in beiden Bezugssystemen verhandelt werden. Also sowohl in eine Platte im Museum, was ich da gemacht habe, ist nach wie vor eine Popplatte und muss auch nach den Kriterien von Popmusik kritisiert werden und nicht ausschließlich nach denen von Kunst. Das meinte ich jetzt damit. Ich will da mal ganz kurz schnell Bezug drauf nehmen, weil wir jetzt in der Pause kurz ja gesprochen hatten. Und es schleichen sich dann halt solche Sachen ein, gegen die ich schon ein bisschen protestieren will. Weil zu sagen, ich habe jetzt weder gesagt, Popmusik ist keine Kunst, noch habe ich gesagt, dass Popmusik per se Kunst ist. Das ist mir beides zu pauschal. Das sind letzten Endes zwei Spielfelder, zwei, ich sage jetzt mal, Gattungen, die eigene Kontexte haben und deren Abgrenzung voneinander wichtig ist, damit man die Kontexte wechseln kann und das eine als das andere verhandeln kann. Ich finde halt eben, was ich total schwierig finde, ist diese einfach Grenzen zu verwischen und zu sagen, das ist irgendwie alles so ein Whatever, das ist alles irgendwie dasselbe. Und weil das eben letzten Endes für mich bedeutet, dass ich, wenn ich Grenzen nicht ziehe und sie eben entsprechend die Kontexte nicht wechseln kann, weil es ja gar keine Grenzen mehr gibt, Argumentationsstrukturen oder ganze Hochschulen darauf gebaut werden, sozusagen auf irgendwelchen diffusen Begriffen, die sich nicht mehr rechtfertigen müssen für gar nichts. Und dann eben jetzt zum Beispiel in Zeiten, weil du, Carsten, vorhin auf Corona ansprichst, ich rede immer nur von mir selbst, in meiner Facebook-Blase und so weiter, jetzt jeder nach Systemrelevanz schreit, wo ich sage jetzt mal, jede Schlager-Coverband den Kunstanspruch vor sich herträgt und sagt, ja, aber wir sind doch auch so wichtig. Wo ich halt sagen muss, naja, das finde ich jetzt gegenüber einer Krankenschwester schon irgendwie schwierig, zu sagen, dass man da jetzt wahnsinnige Relevanz hätte, zum Beispiel einfach wozu das führt. Das war das eine, was ich sagen wollte, also nochmal drauf bezogen, weil du sagtest, ich will da nicht falsch verstanden werden. Ich sage nicht, dass Pop nicht Kunst sein kann oder umgekehrt, sondern ich sage einfach nur, es sind erstmal zwei verschiedene Bereiche. Und das andere ist jetzt zu sagen, das ist eine Diskussion der 80er Jahre oder der 60er Jahre oder so. Da muss ich jetzt natürlich sagen, gut, ich bin 1982 geboren, da war ich jetzt nicht dabei.
Strukturell gesehen hat das für mich durchaus eine große Relevanz. Das kann ich dir sagen als jetzt Mitte 30-jähriger Musiker, der in Theatern und so weiter sein Geld verdient, bei der GEMA ist und so weiter und ich überall diese Grenzen merke. Also wie gesagt, ganz offensichtlich ist es bei der GEMA, die eben zwischen E und U unterscheidet und Bezahlungen in Theatern einfach anders sind. Es gibt keine subventionierten Pop-Theater oder Landesjugend-Pop-Bands oder was auch immer. Das ist einfach nicht der Fall. Also da wird schon unterschieden, strukturell nach wie vor. Ja, das wollte ich dazu sagen. Mhm. David, du hattest ja auch die ökonomischen Zwänge dann auch gleich mit anklingen lassen. Ist das für euch, Ehren und Zuschauern, auch ein Thema, das ihr behandelt, verhandelt? Oder lasst ihr das in eurer Kunst außen vor? Das kann man nicht außen vor lassen. Aber man muss sehen, ja. Mir ist noch ein bisschen hängen geblieben, was David vorher, also vor der Pause gesagt hat, mit der Selbstausbeutung. Es klang mir so ein bisschen wie Selbstausbeutung als ein Widerstand gegen die andere Ausbeutung. Also gegen die Ausbeutung von außen. Und ich glaube, habe ich gesagt, dass ich glaube. Naja, es ist ja im Deutsch so ein bisschen, ich denke, ich glaube. Ich finde diese Selbstausbeutung sehr, sehr schwierige Konzept, muss ich sagen, weil ich finde eigentlich, dass Kunst nur Wirkung haben kann, wenn sie in ein ökonomisches System mit agiert und wenn sie sich da reinbringt als selbstausbeutende, ich habe da meine Schwierigkeiten damit. Für mich hat sich, also jetzt für meine Praxis oder für unsere Filmpraxis, hat sich auch in dem Sinn was verschoben, indem wir gesagt haben, dieses Spiel geht nur zu sechs, wovon wir vorher gesprochen haben. Der ist auf iPhone gedreht. Der ist mit ganz kleiner Crew gemacht. Wir haben uns bewusst von Geldgeber getrennt, nachdem wir sie schon hatten. Es war mal so also ich will das jetzt nicht als meine neue Religion darstellen, aber es war so ein Versuch, anders zu produzieren, als, sagen wir mal, wie ich so in die Produktion hineingewachsen bin. In der Kunst. Anders zu produzieren, das heißt mit Freunden, okay, wir haben mit Zuchan sehr viel gearbeitet für die Komposition, für den Ton, für das ganze Konzept der Zufälligkeit und der Kartenspiel. Aber das sind dann so gemeinsame Arbeiten, also gemeinschaftliche Arbeit, dass ich denke, vielleicht doch woanders liegt als Selbstausbeutung. Aber wie habt ihr das finanziert? Also es hat ja, oder wer hat euch bezahlt für eure Arbeit jetzt für den Film zum Beispiel? Niemand. Zum Erst wurden wir von der Droste Festival bezahlt dafür, dass wir es dort zeigen. Okay. Also die Produktion war wirklich sehr, sehr einfach. Aber ich meine jetzt einfach, also das ist ja trotzdem. Also wenn man es du sagst jetzt, und ich glaube, da sind wir uns wirklich nicht einig tatsächlich, was ja auch vollkommen cool und interessant ist. Ich glaube eben nicht, dass Kunst sich in einem ökonomischen System sozusagen implizit sein muss, sondern ich glaube, dass sie eher das Außen davon behaupten muss. Trotzdem ist es ja so, dass wenn du sagst, wenn du das als Beruf auffasst, dann arbeitest du ja umsonst in dem Moment, wo dich dann dafür niemand bezahlt, jetzt egal wie aufwendig oder wenig aufwendig das Ganze dann ist, ist es doch eine Kosten. Aus einer rein ökonomischen Sicht gesehen hast du dich doch dann auch. Aus ökonomischen Sicht habe ich erstmal umsonst gearbeitet, ja. Ich glaube wohl, dass sich, also das Außen zu behaupten, ist immer auf das Innen bezogen. Also ich würde in dem Sinn tatsächlich zweifeln, wie man dieses Außen, etablieren kann. Aber ich denke, dass es schon zum Teil dadurch etabliert, dass bestimmte Produkte, also jetzt sagen wir mal,
ich finde, dass Filme anders, einfach anders aussehen, wenn sie nicht durch dieses Finanzierungssystem durchgehen. Ja, also wo erstmal eine Kommission nach dem anderen jeder Detail bestätigt, bevor du das machst. Ja, absolut. Bei mir genau ja, das. Ja. Also, aber das mit dem Außen ist es tatsächlich interessant. Ich habe das jetzt so mal behauptet, dass das Außen für mich auch Innen ist, weil es sich in seine Fixierung auf das Innen, in seine Fixierung auf das Außerhalb sein wollen, ist es ein Bezugssystem. Also man kann sie nicht völlig auseinander denken, denke ich. Ich will damit nicht sagen, dass ich das tue, dass meine Art Arbeit ein Außen darstellt, sondern dass es eben das Abstrampeln ist, ein Außen zu finden und dass nur dort eben das eigentliche Spielfeld ist sozusagen, das wo eben das Zweckfreie stattfinden kann, ohne sich selbst auszubeuten. Ja. Im Grunde ist diese Selbstausbeutung, wenn du so willst, für mich eine Art von Reservat innerhalb dieser ökonomischen Zwänge, indem ich mich irgendwie davon befreien kann, indem ich sage, okay, irgendeiner muss leiden. Und dann bin ich halt selbst. So, ja. Und so fühlt sich das tatsächlich für mich an. Ob das stimmt oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Das ist das Problem, was ich mit solchen Diskussionen sowieso habe, dass ich sagen muss, ich kann keine Antworten geben. Ich bin 37 Jahre alt und würde ich dir wahrscheinlich auf diese Frage, glaubst du an Kunst oder was auch immer für eine Frage hier gestellt wird, 12-mal mindestens eine andere Antwort geben. Ich bin in einem Prozess, ich kann das nicht beantworten. Ich kann nur sagen, aktuell scheint mir die Selbstausbeutung der einzige Freiraum, den ich mir schaffen kann, um wirklich frei Kunst machen zu können, mich zu befreien, abzustrampeln von diesen ökonomischen Zwängen. Das ist mein Glaubenssystem aktuell. Das ist übrigens, ich wollte dich, du hast die Musik gemacht, Suchan, richtig? So kann man das jetzt nicht nennen. Oder habe ich jetzt so verstanden eben gerade, weil du immer von Musik sprachst eben, Eran, deswegen. Ich glaube, für mich war es ein Glück, dass ich Eva und Eran schon ein bisschen länger kenne und irgendwie diese Zusammenarbeit entstehen konnte, ohne dass wir direkt so sagen, jetzt du machst jetzt die Musik und du bist jetzt der Screenwriter und so. Und ich glaube, in dem Sinne. Nee, ich fand es interessant, ich fand es wirklich tatsächlich musikalisch interessant. Ich habe da so. Einfach sagen wir mal, ich glaube, dass da auch vielleicht ein Punkt ist zwischen uns, irgendwo diese, sagen wir mal, dass ihr vielleicht, also wenn ich das falsch verstehe, übrigens, dann sorry, aber ein Stück weit so eine Subjektivität überwinden wollt durch Zufall und auch sowas, wie dass du da so ein präpariertes Klavier drin hast, was irgendwie so an John Cage erinnert, der auch, dessen Thema das ja auch ganz stark war, sich selbst sozusagen zu überwinden durch so Sachen wie Orakel und Zufälle und so weiter, also das Subjekt zu überwinden und sich selbst aus der Kunst ein Stück weit eigentlich raus zu manövrieren, ja, und nicht mehr Teil davon zu sein, was genau das Gegenteil ist von dem, was ich halt versuche, also eine rein subjektive Geschichte zu erzählen, nur anhand meiner Person, was eben in einem ganz, weil ich mich so stark an einem Kapitalismus und einem neoliberalen System abarbeite, was extreme Individualität natürlich als Zentrum hat, ja, und sagt, es geht nur um das Darstellen des Individuums und des Subjekts sozusagen. Also ich glaube, da sind wir vielleicht einfach haben wir so Gegenthesen zueinander. Vielleicht. Das würde ich so auch sehen. Aber es ist schon ein wenig, wie du gesagt hast, dass es ein Versuch ist, sozusagen eben nicht mit so einer Subjektivität zu arbeiten, sondern etwas, was dieser Begriff vielleicht in was anderes transzendiert. Und aber Suchan hat angefangen vorher. vielleicht kannst du das da fortsetzen, bevor ich jetzt weiter. Vielleicht hat das auch etwas zu tun mit einer Ökonomie, weil ich glaube ganz stark, dass es eine Ökonomie gibt des Arbeitens und das sozusagen auch nicht nur in Bezug auf ein Produkt, was irgendwann nach draußen geht, sondern eine Ökonomie im Prozess selbst des Arbeitens und sozusagen, wie viel Energie gebe ich rein und wie kann sich eine Arbeit entwickeln
oder wie kann auch eine Zusammenarbeit sich entwickeln oder sowas. Also es ist irgendwie, ich finde das sehr spannend, es ist nicht etwas, ein Rezept oder so, was man einmal findet oder was ich einmal finde und dann immer wieder anwenden kann, aber es bedingt ein unglaublich genaues Arbeiten mit den Bedingungen des Arbeitens auch. Also das heißt jetzt zum Beispiel Zeit. Was für eine Zeit brauche ich? Ne? Vielleicht weiß ich das vorher noch gar nicht, wie viel Zeit ich brauche und so. Also zum Beispiel, wenn man, also ganz oft, wenn ich jetzt eingeladen werde von außen oder so, dann wird gefragt, was ist das Budget? Was brauchst du? Was ist der Titel? Hast du ein Foto? Ich meine, man wird mit so vielen Fragen konfrontiert, die schon in sich schon beinahe wie so eine Ökonomie sind. Nicht? Ich sage jetzt mal eine Ökonomie des Arbeitens. Und ich weiß intuitiv, das war wegen dieser Ausbeutung und nochmal Ökonomie, dass ich irgendwie mir auch so auffällt, dass zum Beispiel nicht nur im Hinblick auf Ausbeutung, sondern Bedingungen, Arbeitsbedingungen, also wie wichtig manchmal diese Parameter sind wie Zeit oder Umstände des Arbeitens, ne? Und dass die oft nicht gegeben sind von Leuten, die zum Beispiel von außen einen anfragen, ja, um bestimmt teilzunehmen an bestimmten Projekten. Und daher auch zum Beispiel die Ökonomie manchmal nicht so compatible ist. Mir wird das immer bewusster, dass diese Bedingung ziemlich genau ist. Mir fällt das immer mehr auf, diese Bedingungen, die von außen gestellt werden, einen sehr beschäftigen, aber irgendwie nicht unbedingt produktiv sind. Also so im Gegenteil, also irgendwie auch diese Ökonomie, also auch diese Ökonomie des Arbeitens nicht unbedingt unterstützen. Komischerweise, ne? Obwohl sie ja interessiert sein sollte darin. Ja, ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, ein bisschen jetzt rausgekommen von vorhin, aber es war ein bisschen der Anschluss an der Gedanke von wie man arbeitet, also nicht nur jetzt Ausbeutung gegenüber Freiheit oder so, sondern irgendwie oder Ausbeutung als Freiheit oder Selbstausbeutung als freie Wahl, sondern Bedingungen, sage ich jetzt mal, Arbeitsbedingungen, die wichtig und notwendig sind. Also ich vielleicht kann ich auch nochmal so sagen, dass ich weiß nicht, ob das jetzt daran anschließt oder das ein bisschen unterstützt, was du sagst, aber ich kenne das, was ihr, denke ich, jetzt einfach auch alle kennen dürftet, eben diese, dass wenn man nicht an diesen Vermarktungslogiken teilnimmt, was ja eigentlich erstmal natürlicherweise meinem Bereich total immanent ist, also zu sagen, Popmusik ist erstmal etwas, was sich marktwirtschaftlich organisiert und über Plattenfirmen verbreitet wird und so weiter und einfach diesen marktwirtschaftlichen Logiken folgt. Und wenn man dem aber sich aus diesem System befreit und in ein anderes übergehen möchte, wie ich, und sich jetzt eben als Popmusiker auf einem Kunstfeld verhandelt und sagt, okay, ich beantrage, wenn du so willst, Kunstasyl. Also ich klopfe jetzt beim Museum an und sage, okay, Leute, ihr kriegt doch diese 80 Millionen Subventionen, könnt ihr nicht meine Platte rausbringen? Und dann kann ich vielleicht hier frei arbeiten und muss jetzt nicht dieser Logik von es muss aber ganz vielen Leuten gefallen oder es muss irgendwie so klingen und der Song muss nach 30 Sekunden schon den Refrain bringen, weil er sonst von dem Streamingdienst nicht als Klick gezählt wird und so weiter. Also diese Logiken, die da dahinter stecken, dass dann wieder ein anderes System losgeht, nämlich dass der, ja, dann stell erstmal einen Antrag und dann sag erstmal ganz genau, wie das sein muss. Und das, was du jetzt, also dass diese Bedingungen schon im Vorfeld sehr genau abgefragt werden, wie viel Geld brauchst du, wie viel Zeit brauchst du, was brauchst du für Ressourcen und so weiter. Und ich sage, naja, das finde ich doch eigentlich erst raus. Also dieses Feld des freien Spiels sozusagen, dass ich wirklich einfach probiere, experimentiere und vielleicht gar nicht unbedingt zu einem Ergebnis komme, wird überhaupt nirgendwo anerkannt sozusagen. Diesen Raum gibt es nicht. Und das ist zumindest meine Erkenntnis, diesen Raum muss ich mir schaffen und der ist nur in mir, der ist nur durch die Ausbeutung, ja, also ich muss diesen Raum, ja, herstellen und dadurch beute ich mich ein Stück weit zumindest einfach selber aus.
weil ich sonst, also ich muss quasi quer finanzieren. Ich muss jetzt als Musiker meinetwegen auf dem Stadtfest eine Cover, wieder weg. Ich wollte damit sagen, dass es einfach eben eine Erfahrung ist, die ich gemacht habe, das, was du jetzt beschreibst und dass ich das zumindest da irgendwie gedanklich so andocken kann, zu sagen, das ist etwas, was diese Bedingungen, das ist etwas, was in einem, sagen wir mal, vielleicht so ein Stück weit zu einem hochkulturellen Feld zumindest sehr wichtig ist. Also das irgendwie vorher zu rechtfertigen, was machst du da eigentlich? Und im Vorfeld schon anzugeben, wie sind jetzt genau eben diese Rahmenbedingungen und diese Arbeitsbedingungen und die dann irgendwie auf eine komische Art sehr unflexibel werden. Was eigentlich dem Prozess dann ja total widerspricht, indem man ja eigentlich total flexibel sein bleiben will und eben spielen will und frei sein will, auf eine Art so. Ja, nee, ich verstehe das, was du sagst. Ich habe aber eher, weil so für mich selbst habe ich eher diese Phase, also ich würde eher dieses ausbeutende, ne, Phase oder so eher der Phase zurichten, wo ich so eher mehr funktioniert habe im Kunstbetrieb. Verstehst du? Wo ich sozusagen eher diesen Bedingungen beantwortet habe. Und dass da viel größere Ausbeutung stattgefunden hat, weil einfach so viel abverlangt, also weil man irgendwie ein bestimmten Tempo oder einem bestimmten System funktionieren soll, ne? Und da habe ich jetzt für mich persönlich viel mehr Ausbeutung sozusagen selbst erfahren. Natürlich selbst gewählt, ne? Also Selbstausbeutung, wenn man so will. Aber als jetzt sozusagen, in was du jetzt beschreibst, die Unabhängigkeit, ne? Also wenn man wirklich selbst plötzlich anfängt, Verantwortung zu nehmen für diese Bedingungen der Arbeit. Und das ist irgendwie ein ganz anderes Arbeiten halt. Das finde ich interessant. Was hast du denn vorher gemacht? Worauf beziehst du dich da? Na, es ist einfach so, dass einfach viel mehr so im Kunstbetrieb sozusagen auch. Ach so, warte mal, die Katze. Vielleicht mehr ausgestellt oder also mehr in so einem Art. Mit der Funktion meine ich jetzt, dass ich, hast du selber dein, also jetzt als Künstler. Ausstellungen zum Beispiel. Oder? Ausstellungen gemacht, ja. Naja, das kann man jetzt nicht so. Ja, eigentlich mehr so eine Art auch, also dass man in so einen Flow kommt, dass so viele Ausstellungen hintereinander kommen auch und so. Und man sozusagen scheinbar so Erfolg bekommt oder irgendwie zu tun bekommt oder irgendwie dieses von außen, ne? Also man in diese Ökonomie irgendwie plötzlich einen Teil hat und ins Laufen kommt sozusagen. Das meine ich eigentlich eher so ins System plötzlich gerät und so, ja. Nicht, dass das jetzt schwarz-weiß ist, dass man da bald mal draußen ist und dann ist man wieder drin. Ich meinte das jetzt nicht so schwarz-weiß, aber ich finde es schon interessant, dass man irgendwie mehr diese, dass man irgendwie lernt, dass man diese eigenen Bedingungen irgendwie auch mehr die Hand, in die Hand nimmt und auch gestaltet. Und das heißt nicht, dass man vollkommen unabhängig ist, aber irgendwo ist es eine wichtige Position. Position. Also das sage ich jetzt wirklich mal als jemand, der da gerne auch wirklich lernen will. Muss man sich diese Position nicht auch leisten können? Also zu sagen, ich bestimme jetzt die Bedingungen, unter denen ich hier frei arbeiten will. Weil ich, also in meiner Realität, wenn ich das so machen würde und sagen würde, okay, im Nationaltheater Mannheim, wo ich jetzt lebe zum Beispiel und wo ich auch Sachen mache oder gemacht habe, ich möchte jetzt bitte zu den und den Bedingungen hier arbeiten, dann sagen die ja, nee, weißt du was, dann machen wir es einfach mit einem anderen. Also die bestimmen ja die Bedingungen, unter denen ich arbeite. Also ich kenne diese Situation gar nicht. Und ich würde dich jetzt enorm darum beneiden, wenn du sagst, naja, ich habe mich so etabliert und ich kann sagen, so wie es läuft, so ungefähr. Ne? Nee, das kann ich jetzt so gar nicht so sagen. Aber ich glaube schon, dass man viel mehr machen kann, als man denkt. Das glaube ich schon. Also der Glaube an sich selbst ist eigentlich. Glaube, ja. Nicht an sich selbst, sondern einfach an diese Aspekte, die wichtig sind. Ja. Ich glaube nicht der Glaube an sich selbst, aber. Ja, aber das wird schon mit einem Selbstbewusstsein
Also ich finde, da braucht man schon ein enormes Selbstbewusstsein dafür, um zu sagen, okay, ich kann mich dazu entscheiden und ich sage halt jetzt, okay, das sind meine Bedingungen und zu denen läuft das. Also in der Position habe ich mich nie gefühlt, also muss ich einfach sagen. Also ich meine jetzt auch nicht nur so in Bezug auf ein Außen, aber jetzt zum Beispiel die Arbeit mit Iran und Eva hier, also hier in Brüssel zum Beispiel, wo wir ein paar Tage zusammengearbeitet haben, das war einfach sehr schön, weil wir irgendwie unsere Bedingungen irgendwie finden konnten. Das heißt ja auch nicht, dass sie sofort da war oder dass wir wussten, wir müssen das haben und das haben und das haben. Und aber jedenfalls, Eran, so habe ich das empfunden. Und es ist toll, dass man die Zeit nimmt. Ja, und da war jetzt niemand, gegenüber dem wir uns jetzt sozusagen rechtfertigen mussten. Aber es ist auch Arbeit für unter uns, um das zu finden, zum Beispiel. Das ist ja auch Arbeit. Also wie man gut arbeiten kann. Und ja, das finde ich, das sind wichtige Erfahrungen für mich jedenfalls. Auch für jedes weitere andere Moment, wo man vielleicht wieder mit einem Außen verhandeln soll oder muss oder soll, ja. Verstehst du, es ist halt nicht ein Rezept, was man einmal hat und dann plötzlich kann ich jetzt überall damit anklopfen. Nee, ja, also ich meinte es auch, das glaube ich auch absolut. Ich habe es eher nur so gemeint, ein Rezept wäre ja schon etwas, was eben eine gewisse Wiederholung möglich machen würde. Ich habe es einfach nur noch gar nirgendwo gesehen. Also in meiner Realität existiert das gar nicht. Also wenn du jetzt sagst, also ich verstehe schon, was du sagst, ihr habt jetzt, ich sage jetzt mal, als Künstler, Kollegen, Freunde, wie auch immer, gemeinsam etwas gemacht, so wie ich es ja auch mache. Ich mache ja, was ich will. So, ne? Mhm. Aber eben immer unter den Bedingungen ökonomischer Selbstausbeutung. Also eben darum, ich bin niemandem verpflichtet sozusagen. Ich muss eben keinen Zweck erfüllen. Ich muss es nicht verkaufen. Ich habe keine marktwirtschaftliche Institution hinter mir stehen, die sagen, so, Junge, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du den Song so schreibst, dann wird ihn das Radio nicht spielen und jetzt bitte mach ihn bitte kürzer oder eben ein Museum, das dann sagt, weiß ich nicht. Also diesen Bedingungen habe ich mich ja eben entzogen auf Kosten meiner persönlichen ökonomischen Nachteils, denn ich habe einfach tausende von Stunden da rein investiert, eine wirklich sehr große Ausstellung zu realisieren, in der Zeit, mit der ich ja hätte sonst Geld verdienen können. Das spricht, ich kämpfe jetzt gerade aktuell darum, Hartz IV zu bekommen. Gut, das hängt jetzt auch mit Corona zusammen, aber das ist jetzt für mich, also die höchste Stufe meiner Karriereleiter ist Hartz IV. Das ist, also höher geht es für mich gerade gar nicht. Ja. Und unter diesen Bedingungen, und ich muss sagen, ich finde es toll, ich hätte gerne ein bedingungsloses Hartz IV-Einkommen so gefühlt. Ne? Also so, da kann ich irgendwie, da denke ich ja, vielleicht befreit mich ja dann das, vielleicht befreit mich sozusagen das Prekäre, die Anerkennung den Status des Prekären endgültig gesellschaftlich anzunehmen, also aufzusteigen als Künstler, aufzusteigen zum Hartz-IV-Empfänger auf eine Art. Das ist meine Realität tatsächlich. Mhm. Und so gesehen, ja. Also kann dann die Kunst wirklich nur in diesem Prekären stattfinden, die wirklich freie Kunst? Oder gibt es irgendwo noch Systeme und Bedingungen, die das innerhalb eines anderen Kontextes gewährleisten können? Fragst du in die Runde gerade? Einfach mal in die Runde, genau. Also ich denke mal, David, du hast diese Bedingungen wahrscheinlich einfach noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es die für dich nicht. Wie ist es bei euch, Suchan und Eran, dass sie jetzt mit dem Droste-Festival als Auftraggeber zum Beispiel da gibt es Bedingungen, die geschaffen werden. Wie ist das sonst bei euch? Ich weiß nicht, ich war jetzt gerade weg. Ich weiß nicht, ob ich an eine richtige Stelle wieder einspringe. Aber vorher habe ich gedacht, wir reden jetzt sehr viel, was ich auch gut finde und schön von den Arbeitsbedingungen als Künstler. Es gibt aber auch die Bedingungen des Zeigens dessen, was wir machen. Und da fand ich, obwohl ich jetzt über die Corona überhaupt nicht sprechen wollte heute, da fand ich das interessant, wie viel plötzlich online umsonst angeboten wird von diversen Institutionen, die sozusagen sich sorgen um ihre Präsenz, dass sie nicht in Vergessenheit geraten werden. Und das heißt, etwas geht auch umsonst,
Natürlich auf den Kosten der Raumverlust. Also das gemeinsame Treffen in einem Raum, um etwas zu erleben. Und da habe ich mich gefragt, ja, wir sind in einer Situation gelangt, wo dieser Raum, dieser gemeinschaftliche Raum und Erlebnis plötzlich in ihre, in, so wie Geld kostet. Ja, also das, das normalerweise, also nicht Corona-Zeit, muss man in gewisser Weise in dieses ökonomische System eintreten, um diesen Raum zu haben. Und also ich weiß nicht, es ist jetzt keine große These oder so, aber das hat mich so zum Nachdenken gebracht, dass dieser Verlust des Räumlichen einhergeht mit der Möglichkeit, des umsonst Filme zu schauen oder andere Sachen zu erleben. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Und das, das ist für mich wie so ein, das bringt mich darüber, dazu nachzudenken, über das System eigentlich, wie das System funktioniert. Und es ist auch nichts, nicht was ganz Neues. Ich glaube, dass der Raum schon vor der Corona immer teurer wurde sozusagen. Mhm. Aber plötzlich gibt es so eine Möglichkeit, das doch für alle zu öffnen. Und das finde ich interessant, das beschäftigt mich noch. Beschäftigt mich noch. Hast du da eine Wertung oder so? Findest du das gut oder findest du das nicht gut oder findest du es einfach nur, bemerkst du es quasi einfach nur und weißt es nicht? Ob's... Wie gesagt, ich finde das interessant als ein Symptom des Systems. Also das ist sozusagen das System, stellt sich selbst in Frage gerade. Mhm. Weil es sagt, ja, wir brauchen nicht Räume. Das kann auch noch eine Konsequenz von dieser Zeit sein, dass man sämtliche Hochschulen und Kinos und so weiter sagt, ja, ihr braucht nicht so ein Gebäude und Unterhaltung und Angestellte und so weiter. Ihr könnt euch einfach als ein Website der Öffentlichkeit darstellen. Ich finde das nicht gut, weil ich persönlich denke, dass der Raum sehr, sehr wichtig ist. Also Raum insgesamt. Ich habe jetzt vorher gemeint, jetzt der Raum, in dem man sich gemeinschaftlich trifft oder gemeinschaftlich was anschaut. Aber ich denke, es ist schon eine, aber ich meine auch Raum insgesamt. Also auf viele verschiedene Ebenen haben wir in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, schon bemerkt, dass Raum immer teurer wird. Und ich finde natürlich gut, dass ich bestimmte Sachen sozusagen von zu Hause konsumieren kann. Aber was ist es, was ich dann konsumiert habe? Ist es die ganze Kunst oder ist es nur ein Aspekt davon? Ist es die Oberfläche? Also ist es in dem Sinn, hat Vor- und Nachteile. Mhm. Glaubt ihr, dass es in einer Nach-Corona-Zeit, wann und wie immer sie aussehen wird, noch schwieriger sein wird, diese Räume wieder zu behaupten oder zu erlangen? Oder findet da jetzt schon so eine Transformation ins Virtuelle statt, die nicht mehr aufzuhalten ist? Oder wird es die Räume irgendwann wieder geben? Das ist eine Frage, die nach einer Prognose fragt. Oder eine Wunschvorstellung vielleicht auch. Ich glaube, es wird sie schon geben, aber sie werden es noch schwieriger haben. Also ich finde, man musste schon nochmal überlegen, was ist überhaupt der Raum und der Körper und diese grundsätzliche Bedingung des Menschen, dass man halt diese Körper hat, der Raum braucht. Ich glaube, das wird sich ganz anders gestalten. Und man sieht es auch, dass es in Ländern, wo es nicht so ganz demokratisch zugeht, dass es in ganz andere Richtungen geht. Also dass man wie so darauf gewartet hat und jetzt hat man einen Grund, dass in die Tat umzusetzen. Also diese Virtualität in dem Sinn mit den Schwierigkeiten, die es bringt. Aber
Ich wollte keine Prognose machen. Aber ich finde, das auch, das schließt eigentlich sehr an, an diese Frage der Bedingung von Arbeit, also Bedingung von Raum, worüber du sprichst. Mhm. Und dass man sich nochmal bewusst wird, was diese Bedingung eigentlich ist, die es wichtig macht, einen Austausch zum Beispiel stattfinden zu lassen. Also sei es eben mit einer Zuschauerschaft und einer, was man Arbeit nennt oder so. Und es ist eine total spannende Frage. Ich glaube, dass wir gefordert sind gerade sehr, in gewisser Weise irgendwie Stellung zu nehmen dazu, ohne dass wir es genau definieren können. Aber wie du sagst, ich kann dem sehr nachempfinden, diese Angst, dass man halt gewisserweise beraubt wird, etwas, ne, was als übertrieben oder als nicht notwendig gesehen wird oder sogar hinderlich, weil es zu komplex ist, weil man es nicht, weil es zu komplex ist und weil es zu teuer ist, wie du sagst. Und auch, ja, es ist echt eine spannende Frage. Also mit Studenten müssen wir jetzt über Zoom kommunizieren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Ich weiß nicht, aber komischerweise gibt es viele Aspekte. Es ist nicht so schwarz-weiß. Ich kann nicht nur sagen, wir sind einem Raum beraubt, obwohl ich ja so eigentlich denke, also nach deinem, was du gerade gesagt hast, ist es ja tatsächlich wirklich ein Raub. Also wir, viele, viele Erfahrungen sind gar nicht möglich jetzt. Auf eine komische Art sind aber andere Räume wieder möglich, also auch andere Dialoge möglich. Ganz eigentümlich, also zum Beispiel, dass wir uns nicht in der Akademie treffen, sondern woanders, ist ein ganz absurdes Phänomen, was ich noch auch nicht verstehe, was das jetzt zu Weg bringt irgendwie. Man kann sich auch nicht ins Wort fallen, weil der Zoom ist so eingerichtet, dass immer einer spricht. Also es ist so eine gewisse Ordnung, der jetzt unsere Verhalten nochmal... Man kann es schon, wenn man die Mikrofone anlässt. Ich glaube auch, ich kann dir schon ins Wort fallen. Oder? Fall mir mal ins Wort. Das geht ja, nicht. Aber wir können nicht gleichzeitig gehört werden. Ja. Achso, ich habe keine Ahnung. Wir können nicht gleichzeitig gehört werden. Ja. Aber diese Raumfrage, total spannend, also wichtig, ja. Besteht dann dabei auch die Gefahr, dass die Gemeinschaft dabei verloren geht? Wenn man sich nur noch im Virtuellen bewegt? Oder, wie du gerade schon sagst, entstehen neue Dialoge? Also ich wollte da kurz eben anschließen, aber David, du kannst gerne auch ins Wort fallen. Also ich muss sagen, ich habe da jetzt auch gar keine Antwort irgendwie drauf. Ich kann nur sagen, ich habe so das Gefühl, also zum einen, wenn es um Angst geht, oder da kann ich auch wieder nur von mir sprechen, meine Angst ist da eher anders, dass ich irgendwie denke, ich habe Angst da vor dem, was sehr viele Leute ja gerne wollen, wieder zurück zur Normalität. Ich will da nicht hin zurück. Ich finde das eher gut, ich fände es gut, wenn solche Krisen auch etwas bewirken und eben keine Normalität, die vorher war, wieder einfach zurück, also dass man einfach wieder zurückrudert dahin. Das ist meine Angst sozusagen. Was das auf Räume jetzt bezieht, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich aus meiner Welt heraus, aus meiner Pop-Sicht heraus sozusagen, das Gefühl habe, dass das, sagen wir mal, jetzt vielleicht ein Stück weit höchstens ein Beschleuniger für etwas ist, für einen Weg, den es sowieso gibt. Nämlich, dass eben Musik in Form von zum Beispiel Artificial Intelligence und Algorithmen sowieso immer personalisierter wird und immer weniger dieses Gemeinschaftsgefühl, also dieses, wir erleben jetzt gemeinsam einen Song, eine Ausstellung, was auch immer, sondern ich erlebe meinen persönlichen Song, ich sehe mein persönliches Bild, das, was auf mich zugeschnitten ist, dass das eigentlich die Richtung ist, in die Welt geht, also immer, immer personalisierter zu werden. Und das natürlich auf Kosten dieser Gemeinschaftserfahrung und dieser Gemeinschaftsräume gehen muss. Das ist einfach nur mein Gefühl und auch etwas, was ich auch total kritisch finde und sehr beängstigend finde, dass das ein Trend ist sozusagen. Und ich glaube, das hat gar nichts jetzt mit Corona zu tun. Das macht halt so eine Krise, beschleunigt sowas vielleicht halt auf eine Art kurz oder macht es mal kurz sehr viel sichtbarer. Etwas, was
sowieso passiert. Das wäre so mein Gefühl dazu. Ja, also es wird in dem Sinn, hast du gesagt eigentlich, dass es nicht Gemeinschaft zum Verschwinden bringen wird, aber es wird eine andere Gemeinschaft sein. Es wird vielleicht, ich will es jetzt nicht negativ bewerten, aber eine Ansammlung von Individuen sein, eine zufällige Gemeinschaft. Und das ist eigentlich, denke ich, ein bisschen ein Projekt des Kapitalismus, uns zu individualisieren und glauben zu machen, dass die Individualität alles ist. Und ich meine, Widerstand und Revolutionen sind immer aus Gemeinschaften ausgegangen. Ich glaube auch, dass es kein, es, der Wunsch zur Normalität wiederzukehren, hin oder her, es gibt nicht ein Zurück. Es wird was anderes sein. Hoffentlich. Und, also ich muss sagen, für mich ja. wäre das eher eine gute Nachricht. Ja. Und was du eben sagtest, ich glaube auch, dass sich eben auch dieses Ökonomische ja auch verändert und dass, sagen wir mal, eben der unser Kapitalismus, in dem wir jetzt leben und wahrscheinlich auch schon vorher, da weiß ich gar nicht, wie das vielleicht früher war, aber sagen wir mal eben letzten Endes durch Widersprüche sich ja auch auszeichnet. Und wenn ich jetzt so meine Generation und die Nachkommen so anschaue, was da sich so darstellt, dann würde ich das irgendwie auf eine komische Art, sagen wir mal, Anarchokapitalismus nennen oder so. Also eine Mischung aus brutaler Individualität und ich habe es gerade gelesen, irgendwo das Hype-Beast oder der junge Geltungskonsument, der gleichzeitig die Rolex und den Turnschuh trägt, sozusagen. Also der das miteinander verbinden kann, der Anarchie und neoliberale Gedanken einfach zusammenwirft. Und ich glaube, diese neue Form von Menschen, die da geformt werden, die brauchen einfach die werden sich andere Räume erschließen und eine andere Kunst erschließen. Das ist, glaube ich, etwas, das haben wir gar nicht so sehr in der Hand. Das passiert einfach und ist eben an die Kontexte gekoppelt, die in denen wir halt leben und auf die wir eher die Frage dann ist, inwiefern haben, ich sage jetzt mal, wir als Künstler überhaupt einen Einfluss und wo können wir jetzt, und das wäre dann eben das, wo ich meinen Glauben reinsetzen möchte letzten Endes, dass wir dem was entgegensetzen können und dass wir Utopien entwickeln können, um vielleicht ja, ein Gegengewicht zu sowas zu bilden. Das wäre vielleicht eine Glaubensfrage in diesem Ganzen. Ja, die Frage ist aber auch, weil du hast jetzt den Anarchokapitalist beschrieben. Ich habe das gerade gelesen und das fand ich irgendwie passend. Ja, ja, ist okay, ich nagel dich nicht drauf. Ja. Wo bleiben diejenigen, die nicht die Rolex dazu haben oder sich leisten können? Ja. In dieses System ist auch die Frage für mich. Total. Weil in dem Rolex-Bild ist natürlich auch das Bild der Kapitalismus-Fan dabei. Also ich nehme schon gerne vom Kapitalismus alles, was mir gefällt und irgendwann am Feierabend füge ich den Anarcho dazu. Weiß ich nicht, aber du verstehst, was ich meine. Also es bleibt die Verbindung mit Kapitalismus. Ja, ich glaube, das sagen wir mal, und da ist auch, spielt vielleicht Kunst auch jetzt mal als Markt gesehen eine Rolle, einfach also Kunst als etwas, was, wenn man es mal so lesen würde, als einzigartige Erfindungen einzigartiger Persönlichkeiten und die wahnsinnig teuer, es kostet ja sehr viel Geld, also kommt es auf den Künstler drauf an, aber das kann ja sehr, sehr teuer. Es ist ja im Grunde genommen eine Kunstförmigkeit des Marktes da, dass man sagt, das ist ein Ausdruck von einer Verknappung und da hängt sich halt irgendein Multimilliardär den Da Vinci dann halt irgendwie zu Hause hin oder was, ja. Das ist ja im Grunde wie eine Rolex. Also da ist Kunst und Kapitalismus geht ja ganz, ganz viele
Verwandlungen ein auf diesen, auf dieser Ebene von zum Beispiel eben von Kunstmarkt. Also das kann ja da eine Menge miteinander anfangen. Und ich finde dann irgendwie die Frage, wenn du von der Rolex sprichst, was ist mit den anderen? Die kaufen sich dann vielleicht Fälschungen und haben so diesen, benutzen diesen Geltungskonsum und diese Zeichenhaftigkeit davon, um auch teilhaben zu wollen daran, obwohl ihnen natürlich diese Fälschung dieser vielleicht total echt aussehenden Rolex, die sie dann tragen, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit und was auch immer diese Zeichen versprechen, nicht wirklich erfüllen kann. Aber so würde ich das vielleicht denken, also dass es eben Fälschungen auch gibt und auf dieser Ebene so ein Mitspielen möglich ist. Vielleicht ist Pop eine Fälschung, eine Kunstfälschung. So das Einzigartige für alle, was alle angeht. Ja, ich glaube, ja. Mit dieser... Susan, möchtest du noch was ergänzen gerade? Viel, aber es ist so schwierig anzufangen. Aber die Räume, jetzt nochmal auf die Räume zurückzukommen, die, ich glaube auch, dass viele Räume, die vorher nicht so sichtbar waren, aber jetzt sichtbar werden, ne? Also dieses Bewusstsein, wie viel Raum man überhaupt hat, in dem man dann Lockdown ist und diese ganzen unterschiedlichen Bedingungen, also wegen Rolex und Turnschuhe und hat man die oder nicht, durch diese Situation, das sind doch die Räume, durch diese Abschneidung sind irgendwie die Räume, sind andere Räume irgendwie viel fühlbarer geworden auch. Der eigene Lebensraum, in dem man sich die ganze Zeit fühlbarer und sichtbarer geworden, bewusster geworden, in dem man tatsächlich sich die ganze Zeit bewegt und verhält, also aufhält. Und ich glaube, dass es eher so eine Verschiebung von Wahrnehmung entstanden ist, weil eine Gewohnheit irgendwie unterbrochen wurde, so eine Selbstverständlichkeit unterbrochen würde. Und diese Raumverschiebung ist eigentlich erstmal auch eine Chance. Ich bin nicht optimistisch, glaube ich, aber es ist jedenfalls etwas, was aneckt, ne? Weil man ja das, was man sich bewusst wird, vielleicht nicht unbedingt nur angenehm ist und auch nicht einfach nur den nächsten neuen futuristischen Menschen irgendwie hervorbringt, ein neues Bild. Weil das ist eigentlich, denke ich, so eine Maschinerie, die die ganze Zeit jetzt schon, vorher auch schon da war eigentlich. Man hat ja jede 5 Minuten ein neues Bild vorgeführt bekommen, was das neue ausgerechnete Bild ist und sei. Aber ich bin mal gespannt, wie dieses Trauma, wenn man wieder zurück, ein Zurück gibt es nicht, ich bin auch der Meinung, aber wenn man doch wieder in bestimmte Räume zurückgeht, rein zum Beispiel, ist doch auch irgendwo eine Art grotesk. Ich meine, die Museen haben jetzt die ganzen letzten Jahre einfach nur dieses ganze edukative System hochgeschraubt, denn damit möglichst viele Leute kommen sollen und Gruppen kommen sollen und es gibt Führungen auf iPads und so weiter. Und jetzt plötzlich muss man damit dealen, dass nur wenige kommen sollen. Jetzt wird plötzlich diese ganze Terminologie umgestellt, ja? Und jetzt steht vielleicht über dem Museum für die wenigen. Es wird exklusiv oder ich keine Ahnung. Versteht ihr, was ich meine? Also diese Absurdität von einer Richtung, die man vorher die ganze Zeit praktiziert hat, wird doch auch jetzt auf eine komische Art revidiert oder muss neu erfunden werden und mit anderen Vorzeichen plötzlich schmackhaft gemacht werden. Und jetzt plötzlich muss man damit dealen, dass nur wenige kommen sollen. Jetzt wird plötzlich diese ganze Terminologie umgestellt. Ja? Und jetzt steht vielleicht über dem Museum für die wenigen. Es wird exklusiv oder ich keine Ahnung. Versteht ihr, was ich meine? Also diese Absurdität von eine Richtung, die man vorher die ganze Zeit praktiziert hat, wird doch auch jetzt auf eine komische Art revidiert oder muss neu erfunden werden und mit anderen Vorzeichen plötzlich schmackhaft gemacht werden, was vorher als elitär gesehen wurde. Ich finde das irgendwie auch, es hat so eine Art, wie soll ich das sagen? Ich bin mal gespannt, wie damit umgegangen wird auch. Was vorher als elitär
gesehen wurde. Ich finde das irgendwie auch, es hat so eine Art, ja, wie soll ich das sagen? Ich bin mal gespannt, wie damit umgegangen wird auch. Ich kann dazu auch nur nochmal sagen, weil die Eingangsfrage, die glaube ich jetzt gar nicht auf dem Video aufgezeichnet wurde, als wir uns hier getroffen haben, war ja irgendwie, wie geht's dir? Ja? Oder auch jetzt auch bezogen auf, also Jörg hat das ja gefragt, wie es mir geht. Und ich habe ja dann irgendwie gesagt, was ja wirklich stimmt, so im Grunde, also bezogen auf Corona, wo nichts war, kann auch nichts wegbrechen. Und ich sagen muss, das, was du jetzt beschreibst, also diese Veränderung der Vorzeichen und das plötzlich irgendwie da, wo Massen hin sollten, jetzt plötzlich exklusiv und nur noch wenig. Ich sagen muss, für die unter uns, die niemals an dem System teilgenommen haben, verändert sich gerade gar nichts. Also ich muss sagen, mich betrifft dieses Corona überhaupt gar nicht. Es ist mir einfach vollkommen egal. Also abgesehen, ohne zynisch sein zu wollen, ich weiß, das ist eine Krankheit und ich will das nicht sagen, es macht nichts oder so. Aber mich persönlich betrifft es eigentlich wirklich fast nicht. Ich verdiene deswegen nicht weniger Geld. Ich habe ein bisschen, mich lassen ein paar mehr Leute in Ruhe. Das ist positiv. Und im Grunde genommen, mein Alltag hat sich überhaupt gar nicht großartig verändert. Und das zeigt mir nur, dass eben jemand wie ich, der an dem System vorher schon nicht wirklich teilnehmen durfte, vielleicht auch auf eine Art, ja, letzten Endes total unbeeindruckt bleibt dann davon und dass sich eben nichts verändert und dass sich das eigentlich nur auf die, das ist scheinbar auch vielleicht in eurem Sinne, die wirklichen Mitspieler, die sind betroffen, die Außenseiter halt eben null. Denen ist es egal. Das heißt, die Disruption findet nicht auf allen Ebenen und bei allen statt, sondern nur innerhalb des Systems. Vielleicht, ja. Also ich kann nicht für andere sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Ich denke mal, dass es Leute auch, die eben, wie gesagt, vorher, also so platt gesagt, wo nichts ist, kann nichts wegbrechen. Und wo du nicht teilnimmst, kannst du auch nicht plötzlich rausgeschmissen werden oder so. Ich weiß nicht, ob es nur innerhalb des Systems sich abspielen kann. Also wo Machtverhältnisse sich verschieben, entstehen einfach neue Minderheiten und neue Situationen, ob innerhalb oder am Rande oder außerhalb des Systems. Ja, ich glaube, mit dieser Prognose oder dieser Utopie kommen wir jetzt auch so langsam zum Ende der Diskussion. Es sind sicherlich noch viele Fragen offen und viele bleiben auch, Gott sei Dank, unbeantwortet. Vielen Dank an euch für eure Teilnahme, für eure Beiträge und vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.